Offizielles Startvideo in Level 4 und damit gleichzeitig auch in ein neues Kapitel eurer Ausbildung. Von nun an gibt es deutlich weniger Notenblätter von Traditionals, dafür aber mehr populäre Songs in einer neuartigen Leadsheet-Version ganz ohne Noten. Ihr sollt mehr und mehr lernen, aus dem Kopf heraus zu spielen und nur noch einige wenige Infos zur Hilfe vom Blatt zu lesen. In Level 5 sollen auch solche Leadsheets dann fast gänzlich entfallen. Es war trotzdem äußerst wertvoll für euch, die Mühe des Notenlernens auf euch zu nehmen, da ihr dadurch wichtige rhythmische und tonale Zusammenhänge begreifen konntet und außerdem die Noten, diese Sprache der Musik, nun beherrscht und jederzeit darauf zurückgreifen könnt. Mit den meisten anderen typischen Nachspielkursen bleibt euch diese Möglichkeit im Tausch gegen schnelle Erfolge leider verwehrt, ebenso wie viele technische und musiktheoretische Background-Infos. Oft lernt ihr bei den typischen Videokursen nur, papageiartig etwas nachzuspielen, ohne wirklich zu wissen, was ihr da wirklich tut, welche Harmonien, Tonarten, Rhythmiken und so weiter ihr gerade einsetzt. Reines Auswendiglernen eben. Im OK-Kurs hingegen habt ihr bereits das Wichtigste an Background-Infos erfahren und auch eingeübt. Und ihr habt euer Wissen mit Infoblättern und Tests aufgebaut und gefestigt. Das ist ein echter Lernweg und einer der riesigen Vorteile im einzigartigen OK-Kurs. Ab Level 4 wird es außerdem so sein, dass wir davon ausgehen, dass du ein entsprechend ausgestattetes Keyboard benutzt, welches beispielsweise nicht nur 2, sondern mindestens 4 Regist-Speicherplätze, 4 Style-Variations und entsprechendes Fußtasterzubehör zur Steuerung besitzt, zum Beispiel so wie die typischen mittleren und größeren Yamaha-Modelle. Wie ihr seht, benutze ich hier ein Top-Yamaha-Keyboard, das Modell Tyros 5. Es bietet unschlagbare Möglichkeiten und klingt absolut authentisch. Dieses Spitzeninstrument wäre natürlich vorbehaltlos zu empfehlen, quasi wie alle anderen Yamaha Keyboards auch. Mit solch einer Workstation bleibt auch der Sprung auf die Bühne, entweder alleine oder in einer Band, nicht verwehrt. Denn auch die Möglichkeiten im Bereich der Live-Performance sind fantastisch. Wie bei allen Vorgängermodellen des Tyros. Ich selber spiele in meiner Band auf 2 zugegebenermaßen schon etwas betagten Yamaha Keyboards, aber wenn man sich mal in ein Modell eingearbeitet hat, möchte man nicht mehr so gerne wechseln. Deshalb mein Tipp an euch, wenn ihr musikalisch gesehen absolut ernste Absichten habt, dann kauft euch gleich von vornherein ein optimal ausgestattetes, bloß nicht zu kleines Keyboard. Ihr werdet es anfangen zu programmieren und die riesigen Möglichkeiten lieben und auch einsetzen. Danach wollt ihr nicht so gerne wechseln, denn die vielen Daten wären ja auf einem anderen Keyboard vermutlich unbrauchbar. Deshalb gleich was Gescheites kaufen, dann hält das auch für längere Zeit. Des Weiteren werden ab Level 4 in den Songsheets inzwischen längst klar gewordene Hilfshinweise auf Intro und Ending, die meisten Fingersätze sowie Zählhilfen entfallen. Auf vielen Songsheets werden auch Angaben zu allzu individuellen Einzelheiten entfallen. Etwa Programmierhinweise wie Dual-Oktav oder Reverb-Level. Das sind alles Angaben, die ihr langsam selbst nach Geschmack einstellen solltet. All diese Maßnahmen sollen euch weiter verselbstständigen. Eure Songsheets.